Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser schönen neuen Mod-Vorstellung. Und zwar, ich habe hier einen neuen Njosken gebaut von Black Sheep. Der Njosken Transbase 8023 Tridim, das ist der hier. Hier ist halt der kleinere, der 7000er. Also erstmal zum Shotbild an sich, das ist wirklich sehr sehr schön wieder gemacht. Mit dem Logo von Black Sheep, vom Modder. Das Njosken Modder ist auch wieder sehr sehr schön. Der Kipper kostet 67.000, hat 20.000 mehr als der kleinere. Unterhaltskosten sind 20 Euro am Tag. Kapazität stolze 46.000 Liter. Der kleinere 32.000 Liter. So. Zum Modell an sich. Also das Modell ist wieder wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier gibt es nur so kleinere Mängel halt. Ich bin wieder hier von der Kugelkopf, der ist wieder so übergroß. Dem also wirklich sehr, sehr groß. Die Schläuche halt ein bisschen so. Sind so ein bisschen komisch. Hat wirklich wieder alles sehr sehr schön gemacht. Also die Räder wieder sehr, sehr schön gemacht, sind die gleichen wie beim kleineren. Hier sind die gleichen. Hier mit dem Schutzbügel wieder. Die Lichter sind wieder sehr, sehr schön, die sehen sehr, sehr gut aus. Hier hinten wieder alles. Also Modell an sich wirklich sehr, sehr schön wieder. Nur die Texturen mal wieder. Die sind wirklich wieder sehr, sehr unscharf. Leider. Hier ist Transpace, ist wirklich sehr, sehr verpixelt, also wie das Njosken-Logo. Oder auch hier die Sticker. Leider. Das ist sehr, sehr schade. Sonst wird alles perfekt gemacht. Also, der Anhänger, unterstützt Multifood. So, das heißt, wir können ihn auch mit den Multifood-Sachen befüllen. Die damalige Befüllung haben wir wieder, wie beim kleineren. Und wir kommen erstmal, also zum Lichttest. Ganz normal Blinkerlicht. Schaut sehr, sehr schön aus. Rückfahrlicht auch. Bremslicht. Normales Licht. Umleuchte. Auch sehr, sehr schön. So. Wir können mit der Knumpeltaste 7 den Aufbau vergrößern, also Leute, dann schaut er unheimlich gewaltig aus mit dem Aufbau obendrauf. Also dann ist er wirklich sehr, sehr groß. Auch der Aufbau sieht wieder sehr, sehr schön aus. Ja, also wirklich, das sieht echt gewaltig aus. So, füllen. Hier seht ihr die dynamische Befüllung. Also wirklich sehr, sehr schön. Dann kippen wir mal wieder ab. Auch vielleicht hier. Ups. Also wirklich vom Modell an sich, also wirklich alles perfekt gemacht. Und halt die Texturen, die könnten halt viel besser sein. Weil alles schaut also so verpixelt aus, also wirklich das was mit dieser Mod-Vorstellung. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, der Link ist in der Mod-Beschreibung und ciao.